Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit der Demo-Version von My Little Universe. Das Spiel soll bereits am 5. Oktober auf Steam erscheinen, wird 14,99 € kosten. Der Entwickler ist Astoti und Say Games ist der Publisher. Ihr kennt das Spiel vielleicht von der Handy-Variante. Es gibt nämlich im iOS-Store bzw. auch Android gibt es bereits eine mobile Version. Die Version unterscheidet sich, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe nämlich die Handy-Version jetzt ein paar Stunden gespielt und diese Version ist auf jeden Fall wesentlich besser, ändert aber nichts an der Suchtspirale. Es ist ein fröhliches Grinden. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und ich habe das auf der Handy-Version sehr lange gespielt, bis in die Nacht. Und jetzt nehmen wir hier dieses Angezockt gemeinsam auf. Wir landen hier, beziehungsweise sind, gelandet ist geprahlt, denn wir sind hier abgestürzt auf dieser Insel irgendwo im Universum. Das ist einer der Planeten, den habe ich ungefähr in 2 Stunden schon durchgespielt, die Demo-Version. Und es wird insgesamt 9 Planeten geben, die wahrscheinlich nochmal wesentlich komplexer sind. So, wir haben unsere Axt aufgenommen. Ich spiele das Ganze mit Controller. Ihr könnt auch mit Maus und Tastatur spielen. Funktioniert genauso gut. Und wir hacken unser erstes Holz von der Insel. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, oh, simples Spielprinzip, macht das Spaß. Ich kann sagen, ich wollte nur mal kurz reinspielen im Livestream. Und hab's dann in 2 Stunden durchgespielt. Und dann hatte ich das erste angezockt gemacht, wollte mir aber auch die mobile Version noch mal angucken, bevor ich euch hier eine Meinung gebe. Lohnt sich auch, auf dem Handy sollte man 6,99 € kostet auf iOS für das Abschalten der Werbung bezahlen. Hier ist keine Werbung drin, das ist die Vollversion, beziehungsweise das ist jetzt erstmal die Demo und in der Vollversion ist natürlich keine Werbung drin. 14,99 €, ich weiß nicht, vielleicht kostet auch 13,49 €, das werden wir bei Release sehen, ist ja nicht mehr so lange. Solle. Ein bisschen Holz hacken. Es ist sehr entschleunigend, das Spiel. Manche sagen, oh, langweilig, nur Grind. Ich muss sagen, ich finde es fantastisch, was man hier alles entdecken kann. Und freischaltet mit der Zeit neue Werkzeuge. Man kann in kleine Mini-Dungeons reingehen. Und hier in der Demo ist das Ziel, hier dieses Portal wieder aufzubauen. Dazu brauchen wir 15 Steine, das ist die erste Stufe. Und es gibt noch weitere Elemente, die man hier einsetzen muss. Und wir haben hier vorne die Werkbank freigeschaltet. Damit können wir aus Holz können wir Bretter erzeugen. Wir brauchen hier auch 3 Bretter. Deswegen gehen wir hier mal ran. Das ist 1 ein bisschen wenig. Wir machen jetzt einfach mal hier 42. Wir brauchen die Bretter sowieso. Und ich hacke derweil noch ein bisschen Holz. Ihr seht, hier vorne ist so ein Schiff gesunken. Da können wir jetzt hinschwimmen. Dann kommen Haie. Aber sobald man aus dem Wasser raus ist, sind die nicht mehr da. Wir kriegen ein paar Münzen. Da hinten sehen wir schon einen Vulkan. Das ist auch so ein Gebiet, was man gegen Ende dann besucht. Oh, schnell wieder raus. So, wir hacken jetzt hier noch ein bisschen Holz. Was brauchen wir hier? Die 3 Bretter, die sollten wir mittlerweile komplett haben. Und dann können wir hier als erstes unsere Axt erweitern. Da brauchen wir aber solche Stahlbarren, beziehungsweise der Stein wird in solche Barren umgewandelt mit der Zeit. Und hier über die Spitzhacke, das ist unser nächstes Werkzeug neben der Axt, können wir einmal den Stein abbauen. Aber wir können jetzt auch mit der Spitzhacke, ich glaube, das geht jetzt schon, oder? Genau, können wir unser Raumschiff, mit dem wir hier in den Boden gecrashed sind, können wir entsprechend abbauen. Das dauert diesen kleinen Augenblick, müssen wir mal gerade mal abwarten. So, Raumschiff ist abgebaut. Jetzt können wir hier mal rangehen und jetzt können wir unsere Axt schleifen. Die wird dadurch stärker und das Holzhacken wird schon wesentlich leichter. Und wir brauchen ja noch weiteres Holz. Und ihr seht schon, wir kriegen teilweise auch mehr Ressourcen raus. Die nächste Stufe der Axt wäre mit blauen Steinen. Die haben wir noch nicht entdeckt. Diese blauen Würfel. Deswegen erweitern wir jetzt hier unsere Insel. Und hier kriegen wir ein paar Stahlbarren. Das ist so ein kleines Vorratspack. Bei der mobilen Version musst du dir dann irgendwie Werbung angucken. Oder irgendwelche Tickets, die man dann mit Geld bezahlen kann.
kann man die dann einsetzen. Also die Version, die Steam-Version gefällt mir ein gutes Stück besser, wobei ich sagen muss, dass auch die mobile Version nicht weniger süchtig machen ist. So, 5 Steine brauchen wir. Und hat mich meinen Schlaf gekostet. Im positiven Sinne. Okay, weitere Vorkommen. So, jetzt brauchen wir noch weitere Bretter. Ich würde sagen, wir gehen mal an die Säge und machen hier so ein paar Bretter einfach nochmal. Ah, wir haben ja 33 Bretter. So, da kommt die nächste Werkbank zum Vorschein, nämlich die Schmelze. Und wir schwimmen schnell zurück. Die fressen mich nicht. Und mit der können wir, wie gesagt, Stein in Stahlträger, so sieht es zumindest von dem Bild her aus, umwandeln. Ihr könnt auch die Figur einfach da stehen lassen an der Stelle, wo ihr die Sachen abbaut. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis die Ressourcen nachgespawnt sind und dann könnt ihr da weitermachen. Ich guck mal, was ich jetzt an Stein habe. Ich mache jetzt mal 4, haben wir schon. Dann gucke ich nochmal gerade, was das Upgrade kostet. Also die Werkzeuge zu verbessern ist in jedem Fall gut. Weil wir dadurch auch mehr Ressourcen bekommen. Und wir finden noch demnächst ein Schwert. Und mit diesem Schwert können wir die ersten Gegner bekämpfen. Und wenn wir das haben, steigt auch unser Leben, was wir zur Verfügung haben. Es gibt nämlich so kleine, ja, so Mini-Boss-Kämpfe. Die sind aber übersichtlich schwer. Aber machen trotzdem Spaß, muss man sagen. So, noch ein bisschen Stein. Und jetzt gucke ich gerade nochmal für das Upgrade. Da können wir noch erweitern. Was kostet das nochmal? 45 blaue. Okay, wir haben nicht genügend Steine hier für die Erweiterung der Insel. Manchmal stehen auch sehr viel Steinvorkommen so auf einer Stelle, dann geht das relativ zügig mit dem Grinden. Es ist natürlich ein grindlastiges Spiel, merkt ihr selber, ne? Aber es ist so einfach und simpel, dass es wirklich... Es hat mich in seinen Bann gezogen. Und ich bin schon gespannt auf die Vollversion. Oh, ein großes Vorkommen, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung die Verbesserung der Spitzhacke war, weil das würde uns auf jeden Fall auch ordentlich Zeit sparen. Ich schmelze jetzt nochmal ein bisschen ein. Am Anfang ist es halt sehr langsam, beziehungsweise steigert sich da im Laufe des Spiels. So, da brauchen wir wieder 10 Bretter. Haben wir die? Haben wir. Da ist die Schmelze. Und damit können wir die Spitzhacke erweitern. Haben wir auch schon das Material. Und dann brauchen wir auch blaue Vorkommen. Und hier blauen Steinchen. Da backt eine Krabbe fest. Wollen wir der Krabbe mal helfen? Nee. Lässt sich nicht helfen. Ja, es geht jetzt schon ein gutes Stück schneller. Sammeln mal ein paar Blöcke und dann weiten wir uns hier hinten aus. So, jetzt müssen wir auch zu den blauen Kristallen kommen. Und
da gibt es einen kleinen Vorrat und das ist so eine super große Wand, wo man glaube ich 4 Vorkommen auf einmal abbaut. So geht's weiter, da oben geht's weiter. Nochmal 25, da habe ich eine Krabbe erschlagen, es gibt ein bisschen Gold. So, jetzt brauchen wir hier 8 von den Stahlträgern. Haben wir. Und hier würden wir unsere erste Waffe, das Schwert, bekommen. Also blau, das war auch blau. Und das Schwert haben wir. Und wir können direkt auf die nächste Stufe gehen. Und auf die nächste. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es geht bis Stufe 9. Jetzt bräuchten wir 50 von diesen Stahlträgern. So, ich werde jetzt mal gucken, ob wir den Stein kriegen. Aber wir haben 150 zusammen. Dann können wir hier die erste Stufe schon mal reinsetzen. So, das ist der erste Teil. Ihr seht, jetzt brauchen wir von diesen blauen Würfeln, die wir auch für die anderen Werkzeuge brauchen. Und da gibt es die ersten blauen Kristalle. Da haben wir eine Krabbe erwischt durch Zufall. So, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ich sammle hier einfach noch mal ein bisschen. Sehr gut. Wie viel braucht man für die Axt? 45 und für die Spitzhacke auch 45. Außerdem brauchen wir noch 20 von diesen Stahlbarren. 2 haben wir schon. Wir haben nur so wenig Stein. Okay, das ist ein Argument. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen ab. Gut, langfristig brauchen wir von allem Kram, ne? Aber jetzt zum Start vom Spiel kriegen wir auf dem Weg, auch indem wir die Insel weiterentdecken, sowieso Ressourcen nach und nach dazu. So, hier brauchen wir wieder 9. Da müssen wir jetzt warten, bis das respawnt. Jetzt haben wir schon 2 Möglichkeiten, wo wir die blauen Steine abbauen können. Da ist die erste, ja, ich nenne es mal Bosskrabbe. Die hat auch einen Vorrat Steine bei sich, die können wir uns aber auch so holen. Das machen wir jetzt auch. Wir springen mal ganz kurz ins Wasser und versuchen, der Krabbe zu entkommen. Ist in der Regel kein Problem. Wir müssen jetzt nur ein bisschen wegflüchten, dass die Krabbe uns nicht frisst. So. Spitzhacke. Quatsch, Spitzhacke. Axt können wir schon mal auf die nächste Stufe bringen. Und hier brauchen wir noch 20 von den Dingern, also brauchen wir noch mindestens 10. Sagen wir 4. Machen wir noch ein bisschen Stein. Den Soundtrack finde ich auch sehr angenehm. So, das müsste dann aber reichen. Wir haben es schon, oder? Mal gucken. Ne, 20 sind es. 17, 18, 19. Komm, 20.
So, die geht schon wesentlich schneller hier durch. Lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir hier gelbe Würfelchen. Und hier brauchen wir, glaube ich, auch gelbe Würfel. Das heißt, jetzt können wir hier erstmal nicht weitermachen. Und hier bräuchten wir 50 und 50. Oh Gott, das ist jede Menge. Oh, hi. Geh weg. Ich will hier weitermachen. Ich will den Zuschauern was zeigen. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ah, jetzt haut's ab. Die ist nämlich eigentlich friedlich auf ihrer Insel, wenn man sie in Ruhe lässt. So, und da ist der erste Dungeon. Jetzt holen wir nochmal gerade die blauen Dinger und machen da hinten fertig. Aber ich glaube, da gab es nur Gold in der Ecke. Man sieht auf dem Boden auch immer so einen Hinweis. Man sieht jetzt hier so Münzen liegen, die dann den Hinweis geben, dass es in diese Richtung dann weitergeht. So, da ist der Goldschatz. Den haut man genauso weg wie die Bäume oder die Steine. Da kommt eine Krabbe aus dem Boden. Die hauen wir kaputt. Da kriegen wir ein bisschen Belohnung für, ein bisschen Gold. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den ersten Dungeon rein. Beziehungsweise, wir gehen unterirdisch oder schwimmen unterirdisch weiter. So, hier gibt es die nächste Stufe des Ressourcenabbaus, nämlich diese Korallen. Und die Korallen geben, wie ihr seht, 2 bis 3 Steine. Die wir jetzt auch brauchen. Das können wir nicht abbauen, da können wir dann wieder reinschwimmen. Dann gibt es hier einen kleinen Vorrat an Steinen. Also es fällt auf jeden Fall wesentlich leichter, wenn man erstmal ein bisschen die Werkzeuge aktualisiert. Jetzt brauchen wir diese gelben Knubbel da, um in die nächste Stufe zu kommen. Ich hole jetzt hier gerade noch ein bisschen Stein, weil wir werden bestimmt nochmal zurücklaufen müssen. Hat einen ganz schönen Atem hier, die kleine Figur. So, da kommen die gelben Kristalle. Da kommt ein kleiner Zwischengegner, ein kleiner Hai. Man sollte immer ein bisschen aufpassen, wenn man zwischen Material und Gegner steht, dann schlägt er mit dem Werkzeug, um das Material abzubauen, zu. Und das macht natürlich nicht so viel Schaden wie das Schwert. So, wir grinden hier mal ein bisschen goldene Würfel. Was wir natürlich auch machen können, wir können jetzt zurückgehen und mit den goldenen Würfeln unsere Werkzeuge wieder upgraden. Wir können auch hier wieder zurückschwimmen. Guck mal, wie weit wir kommen. So, ihr seht schon hier vorne, hier wird ein Schlüssel benötigt und der Hinweis, wo es Richtung Schlüssel geht, finden wir hier. Gucken, ob das reicht vom Material. Ein Unterwasserpirat, beziehungsweise ein Skelett von einem Unterwasserpiraten. Gibt es wieder ein bisschen Stein und noch ein Hai. Hi. So, solche Vorkommen sind natürlich sehr dankbar, weil man mit einem Schlag mehrere abbaut. Von diesen goldenen Knubbeln hier. Müsste auch gleich der Hai wiederkommen. Die spawnen nämlich eigentlich genauso schnell wie die Ressourcen. Oder ein bisschen langsamer vielleicht. Oh. Oh. Au, der hat mich gebissen. Das ist übrigens das Call of Duty Prinzip. Also wenn ihr Schaden erleidet und dann müsst ihr einfach einen kleinen Moment in Deckung gehen und wenn ihr dann keinen Schaden erleidet, dann werdet ihr entsprechend wieder geheilt.
So, das reicht, um hier durchzukommen. Perfekt. Hier gibt es den Schlüssel. Den schnappen wir uns jetzt. Und dann müssen wir uns ein bisschen zurückziehen, denn da kommt der Bossgegner. Und wir müssen ja auch noch die Gegner, die auf dem Weg waren, wieder besiegen. Okay. Wir haben den Schlüssel. Perfekt. Hoffe ich, dass die Ressourcen noch ausreichen, um dann da nach dem Tor weiterzukommen. Ping, ping. Das werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Vorrat gleich aufgebraucht. An gelben Würfeln. Den wollte ich eigentlich noch verwenden, um draußen was draus zu craften. Ja, 120, seht ihr, da fehlen mich welche. Ich weiß nicht, wie viel das waren. Waren das so 40 oder sowas, die wir brauchten? Das Upgrade. Ihr könnt mir jetzt nicht antworten, aber es ist auch eine rhetorische Frage. Wir gehen mal von 80 aus plus die 120, also brauchen wir ca. 200 von diesen gelben Goldwürfeln da. Nehmen wir ein paar mehr mit. Habt ihr gesehen, jetzt hat er nämlich in die Steine reingekloppt und der Hai kam und hat mich in dem Moment dann anknetschen können. So, mal gucken, ob das reicht. Ja, langt, um durchzukommen. Wir nehmen noch ein paar Steine mit, weil leichter als hier unten können wir kaum Steine farmen. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, es kommen später noch andere Felsformationen, die auch noch mehr Stein geben. Und da wir es hier durchgeschafft haben, kriegen wir nochmal 100 extra. So, wir sind durch. Unter Wasser haben wir uns durchgekämpft auf einen anderen Teil der Insel. Hier sind wir, da vorne sehen wir so ein kleines Inselstück, da in die Richtung. Und das ist aber immer noch die gleiche Insel, wo wir vorher auch waren. Jetzt gucken wir mal, hier brauchen wir 30. Und hier gibt es eine Sägemühle. Und ein Pirat, der diesmal über Wasser ist. So, hier haben wir zwei gute Möglichkeiten, jetzt Ressourcen zu sammeln. Indem wir uns einfach zwischen die beiden Bäume stellen. Und die hier wegtackern, weil die spawnen relativ zeitnah wieder nach. Und dann kann man hier einfach so ein bisschen hin und her laufen und die entsprechend abbauen. So, wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Hier oben brauchen wir 6 von den roten, also wird es wahrscheinlich hier unten weitergehen. Dann brauchen wir nochmal 90, dann müssen wir noch ein bisschen Holz holen. Aber das ist halt am Anfang immer so. Ihr habt ja gemerkt, jetzt bei den Korallen unter Wasser gibt es halt schneller Stein. Bei diesen höherwertigen Bäumen gibt es halt schneller Holz. Und wir können auch zwischendurch hier mal durchlaufen. So, wenn ich gleich weiß, in welche Richtung meine Insel liegt. So, 50 Bretter brauchen wir. Dann ziehen wir auch weiter. Ah, oben im Bild habt ihr einen Asteroiden gesehen. In dem steckt ein Geheimnis. So, 70 Bretter sind das schon mal. Also wenn sie durchgecraftet sind, das dauert natürlich auch eine Zeit lang, bis die hier von der Säge zersägt worden sind. Blop, 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 blop. Wie waren das? Naja. 20 brauchen wir noch.
Also ihr seht auch, selbst wenn ihr die Bäume nicht komplett wegschlagt, guck mal da, der Twitter-Vogel. Ohne Job fliegt er hier in diesem Spiel rum. So, noch 3 Bretter. Wir können direkt, glaube ich, nochmal Bretter ansetzen, weil wir werden auf jeden Fall mehr brauchen. Nochmal so 50 Bretter, das müsste eigentlich reichen. Um die Werkzeuge noch, den Werkzeugen noch ein Upgrade zu verpassen. So, jetzt können wir das hier aufdecken. So, hier haben wir jetzt einen Anlegesteg und hier fehlt eine Person. Die müssen wir jetzt finden. Und das werden wir jetzt hoffentlich machen. Da gibt es die ersten roten Kristalle, die wir brauchen. Ich glaube, 6 Stück waren es dort im Norden, ne? So, 120 Holz. Aber ich baue jetzt, glaube ich, erstmal die roten Kristalle ab. Beziehungsweise haben wir schon 11 Stück, das müsste eigentlich reichen. Um das hier zu erweitern. Und da ist auch nochmal ein Vorkommen. Da seht ihr den Asteroiden. Wird im Laufe des Spiels auch noch wichtig. Ah, das ist sehr gut. Jetzt kommen wir schnell an diese roten Kristalle. Ich glaube, wir brauchen an einer anderen Stelle hier durch das Tor brauchen wir 120 oder so. Das ist dann auf jeden Fall kostenintensiv. Hier sehen wir auch unsere Insel, unsere alte. Da können wir eigentlich mal rübergehen und gucken, ob wir unsere Spitzhacke nochmal upgraden. Da gibt es einen kleinen Vorrat. 125. Das ist perfekt, um hier weiterzumachen. So, 10 und 60 Holz, das haben wir auch. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Holz wieder. Holz fehlt. Irgendwas fehlt halt immer. Darum geht es ja im Spiel. Stück für Stück in den Ressourcen weiterzuarbeiten, bis man halt für einen Planeten weg kann. So, jetzt brauchen wir von den roten Kristallen. Aber da gehen wir, glaube ich, hier rüber. Da konnte man am besten farmen. Übrigens, wenn ihr irgendwie einen Weg geht, kann es sein, dass an anderer Stelle wieder ein Weg freigelegt wird. Beziehungsweise so ein kleines Feld erscheint, wo ihr dann entsprechend auffüllen könnt. Meistens kriegt man dann sogar irgendwelche Vorräte. Beziehungsweise hier Möglichkeiten, noch großflächiger diese roten Kristalle abzubauen. Seht auch jetzt, meine Spitzhacke ist eigentlich schon zu schwach, um alles vor dem nächsten Spawn abzubauen.
Gut, im Endeffekt geht es hier nichts mit dem Spiel. Ne? Ihr habt alle Zeit der Welt, ihr hungert nicht, ihr müsst nicht euch um irgendwelche weiteren Ressourcen kümmern. Also das ist alles ganz easy. Und gelassen. So, jetzt gehen wir mal rüber hin, denn wir müssen ja diesen einen verschwundenen Menschen da finden. So, ich sehe schon, die 30 Kristalle hätten wir, aber 100 Holz haben wir nicht. Na? Da ist er gefangen. Da ist derjenige, den wir suchen. Den müssen wir befreien, dazu brauchen wir wieder einen Schlüssel. Und nein, es ist nicht der Schlüssel, den wir unten schon mal bei dem Haider unten geholt hatten, beziehungsweise bei diesem Boss-Piraten, sondern es ist ein anderer, den wir finden müssen. Und dazu gibt es wieder einen Dungeon, der dann anders aufgebaut ist. Und das werden wir jetzt mal machen. Beziehungsweise müssen wir erst noch ein bisschen Holz hacken, um da hinzukommen. Schwimmt ein Schiff der Piraten. Die haben auch Gold an Bord. So, wieder Holz holen. Wie viel von diesen gelben Blöcken haben wir? 275, das könnte fast reichen, ne? Schwimm mal rüber. Das war knapp. So, Axt. Spitzhacken-Upgrade. 50 von diesen Stahlbarren. Wie viel haben wir denn davon? Gar keine? 4. Einfach hier komplett 99. So, Steine kriegen wir eigentlich eher dann in der Tiefe. Und die Axt hat wahrscheinlich nicht das genau das gleiche, oder? 25. 75. Wow, das ist teuer. Aber ich würde sagen, wir schwimmen wieder rüber. Versuchen hier die Aufgabe zu erledigen. So, mal gucken, ob das langt. Ach, Holz hat gefehlt. Okay, Argument. Das reicht. Hier gibt es einen großen Baum, der ist richtig was wert. Der gibt nämlich bei jedem Schlag hier so, ihr seht es ja, 13 bis 14, je nachdem, was man für eine Axt hat. Ne? Und der braucht auch ein bisschen länger, um zu spawnen. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Da gibt es vermeintlich den Schlüssel, den wir suchen. Da gibt es zumindest ein Schild vor der Tür, also wird auch der Schlüssel sein. So, das Level ist ganz cool, denn hier stehen so Kisten rum und wenn ihr die Kisten zerkloppt, kriegt ihr direkt die Bretter, ohne sie umwandeln zu müssen. Und außerdem haben wir hier diese großen Felsvorkommen, die sind so ein bisschen wie die Korallen unter Wasser. Die geben nämlich ähnlich viel Material. Und der ist in den Fels, in den Abgrund abgestürzt.
Das ist sehr praktisch, um hier noch den Stein zu besorgen. Dann können wir eventuell sogar noch das Upgrade für die Spitzhacke und die Axt machen. So, den nehmen wir noch mit. Und dann machen wir hier den Kampf vorbei. Ich bin am Überlegen, weil am Ende steht hier ein Bosskampf. Ach, das kriegen wir schon hin. Wird schon irgendwie hinhauen. Nee. Komm zu mir. Komm hier in die Richtung. Jetzt spawnt er schon wieder hinter mir. Ui, das war fast zu knapp. Deswegen sagte ich von hinten, am besten nicht an die Ressourcen stellen, wenn man gegen die Gegner kämpfen möchte. Hier können wir nochmal rein. Gibt nochmal Steine und da ist der Bosskampf. So. Ich habe zwar kein besonders tolles Schwert, aber wir kriegen das hin. So, das Tor geht zu. Wir warten kurz, bis er schlagen will. Dann geht er in so einen Wirbelwind. Wir halten Abstand, bis er sich ausgedreht hat. Fast tot gewesen. Noch ein bisschen Abstand, auch keinen Schaden kriegen, ist ganz gut, damit wir nachheilen können. So, er geht wieder in Rage. Fast erwischt. Oder hat mich erwischt. Ja, das Schwert ist halt, ihr seht es, relativ schwach. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hier gehen immer mal so Bomben nieder. Aber die sind relativ leicht, also... Ich finde, das hält sich in Grenzen. Ui! Oh ja. Jedes Mal. Achso, komm her. Nochmal. Also mit, wenn ihr das Schwert auf die nächste Stufe bringt, macht ihr wesentlich mehr Schaden. Ich glaube, das ist das Doppelte. Also jetzt haben wir ja so 15 Schaden. Und ich glaube, dann waren es, weiß ich gar nicht, Mensch, jedes Mal. Dann waren es irgendwie 30, 40. Was ist los? Keine Lust mehr? Diesmal bin ich rechtzeitig weg. Man kann den Boss übrigens nicht in die Asteroiden locken, beziehungsweise man kann das schon, aber dann... Macht er keinen Schaden. Er bekommt keinen Schaden. Also die Asteroiden sind nur gegen euch. Und nicht gegen den Captain hier. Mache ich wieder etwas zu lang dran. Aber wir kriegen das hin. Von den Einschlägen, den Asteroiden, sollte man auch ein bisschen Abstand halten. Die machen mich über das Rote hinaus Schaden. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Und dann kann es nicht reichen, wenn dann der Boss gerade getroffen hat. Mensch, was ein mühsames Stück hier, ne? Aber wir kriegen das hin. Wäre vielleicht smart gewesen, zurückzugehen, das Schwert auf die nächste Stufe zu bringen. Eieiei.
glaube, der hat diese Wirbelaura oder beziehungsweise dieses Brennen oder den Füßen, das gibt auch Schaden zusätzlich. So, habt ihr gesehen, der Asteroid ist eigentlich auf ihn direkt eingeschlagen, aber hat keinen Schaden gemacht. Jetzt komm! Mann, was ein Kampf. Ein zäher Kampf. Au, 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 das war nicht gut. So, das letzte Mal. Hoffe ich. Und dann haben wir den Boss besiegt. Ne, müssen wir noch einmal. Oh, oh, oh. Da war ich ein bisschen zu unvorsichtig, weil ich dachte, das langt. Aber jetzt haben wir es. Komm. Zum Ende des Angezockts machen wir hier den Boss noch fertig. Wir werden nicht das Spiel komplett durchspielen. Da haben wir es geschafft und es gibt als Belohnung jede Menge Gold. Was sollen Piraten auch anderes haben? Und wir kriegen den wohlverdienten Schlüssel. Soddle. Dann ab hier raus aus dem Dungeon. So. Dann können wir ihn endlich befreien. Du bist frei, komm raus. Da ist er. Und bei ihm können wir mit 35 Brettern und entsprechend Gold, können wir uns ein Floß kaufen. Können wir immer wieder machen, gibt es an mehreren Stellen. Und mit diesem Floß können wir dann hier rumfahren und Geheimnisse entdecken, wie Gold auf dem Wasser. So. Außerdem geht es hier an Land. Hier ist sein Kollege. Ups. Er wird uns auch wieder ein Floß verkaufen. Falls wir hier keins haben oder rübergeschwommen wären oder solche Sachen. Also deswegen kann man hier im Nachgang noch einen Floß bekommen. Und hier geht's weiter. Jetzt geht's beim Vulkan weiter. Aber ihr seht schon, da hat's mich erwischt. Denn die Gegner werden so stark, dass man lieber mal seine Waffen upgraden sollte. So. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Ersteindruck von My Little Universe. Kommt am 5. Oktober. 14,99 € steht derzeit auf dem Preisschild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.